So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Chain Creeper Season 8. Und ja, ihr seht's, wir haben hier wieder unsere Hochbahn aktiv. Nein. Und wenn wäre es radioaktiv, versuche ich das Ganze hier, weil die Züge fahren, EDF. Ja, auf jeden Fall, wir haben in der letzten Folge hier mal so ein bisschen umgebaut, gesehen, ja, jo, das geht. Ihr seht hier, hier geht schon steil bergab. Alter, das geht echt steil bergab. Also, auf jeden Fall geht es hier richtig steil bergab. Unsere Lok hat hier Anfahrprobleme, scheint es mir. So gut, sie fährt leer, aber sie hat Anfahrprobleme. Hey, aber mit 3000 kW, na, das wird nix. Ja, hier, ihr seht, fupp, ist die Bahn wieder auf Geschwindigkeit. War nicht schlecht. Genau, wir hatten hier ja ausgebaut gehabt, haben halt so ein bisschen geschaut, was geht. Wo halt ein bisschen gucken müssen, dass es halt besser läuft. 3, hier unten steht 1, das heißt, das nehmen wir automatisch mit. Holz kommt hier auch auf einem leeren Zug. Irgendwie, komischerweise. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere Linien so weit, dass sie hier sagen, jo, läuft. Hier müssen wir, glaube ich, dafür mal sorgen, dass diese ganzen EDF-Züge hier verschwinden. Die blockieren ja beide Gleise sogar schon. Holla, die Waldfee. So. Was machen wir, wenn beide Gleise blockiert werden? Wir bauen aus. So. Naja, so kann man das nicht machen. Das wäre ein bisschen primitiv. So, wir machen das ganz cool. Eigentlich würde ich ja so gerne das da machen, aber das geht ja noch nicht. Das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Ja, wir sind noch in Train Fever, noch nicht in Transport Fever. Ich freue mich echt schon, wenn das Spiel rauskommt. Bis dahin haben wir ja noch so ein bisschen hier Zeit, die wir hier gut investieren. Nein, falsch rum. Zum Beispiel in falsche Signale. Oder falsch rum gedrehte Signale. So, einmal Highspeed, Highspeed, Highspeed. Jawollo. Und dann hätte ich gerne hier hinter eigentlich. Oh. Das heißt eigentlich in diesem Gebiet gerne ein Signal. So, den halten wir an und den halten wir auch an. Dann können wir nämlich hier zwischen erstmal noch ein Signal setzen. Ja, Fahrzeug ist noch im Weg. Du mich auch. Wird das hier noch was? Da kommt der nächste EDF. Das wird hier nichts mehr, ne? Also ich glaube, das wird echt nichts mehr. Ja. Schneller, fahr. Ja. Endlich. Wir müssen ja gucken, dass sie nicht zu weit fährt. Okay, okay. Dann war das der falsche Zug. Dann müssen wir den hier gleich anhalten an dem Signal. Kommt, das schauen wir noch irgendwann. Hä?
Was machen die denn hier bitte für einen Unfug? Ich glaub's nicht. So, ist doch richtig. Was anderes gilt nicht, darf nicht gemacht werden. Schade, da habe ich gerade irgendwie das verpeilt, den Zug anzuhalten. Oh, hier fehlen auch Signale. Haha. Und ein schnelleres Gleis. So. Jo. Dann haben wir das soweit. Vielleicht müssen wir auch einfach ein paar EDF-Züge hier runternehmen, damit es funktioniert. Von den Takten. Alter, sucht euch doch jetzt bitte mal ein anderes Gleis aus. So, weg mit dem. Das heißt, der Holzzug dürfte dann einmal hier durchfahren. Endlich wird's hier wieder leerer. Hä? Wieso denn der? Das heißt, in dem Abschnitt sollte das dann gehen. Wollo. Ups. Hier oben steht ja sogar einer. Hey. Das ist leider noch nicht so geil. Was haben wir hier? 173. Da müssen wir gleich mal die LKWs setzen. Die fahren ja immer noch alle falsch. Was ist denn hier los? Wir machen jetzt hier gleich was Eiskaltes. Und zwar sagen wir hier YOLO! So. Ich glaube, das dürfte so rum sein, ne? Nicht, müssen wir einfach beide gleich mal machen. Dann haben sie es halt selber schuld. Sag ich dazu nur. So. Jetzt wollt er nicht noch weiter nach hinten. Geht doch. So, Signalblock ist frei. Ich überlege gerade, ob wir das hier abreißen. Und hier vorne sagen, hey, cool, du kriegst ein Signal. Das wäre gerade noch so eine Sache. Ich mir überlege, das können wir machen. Zwei Fried. Hier Holz. So. Wie sieht es denn hier mit EDF aus? Cargo, Cargo. Das läuft. Was für Hunde? Das soll doch gar nicht da hoch. Die ganzen Güter, die hier rauskommen, sollen noch woanders hin. So ein Dreck, Alter. Ich würde jetzt hier irgendwie gerne die Hauptstraße kappen, ne?
Wisst ihr, was wir einfach machen? Wir legen das mal um. Die Hauptstraße. Guten Tag, Umgehungsstraße. Und dann haben wir hier Ruhe. Hoffentlich. So. Nö, ist eine Hauptstraße immer noch. Ha. Fahrzeuge im Weg, die können wir hier aber trotzdem abreißen. Weil wofür wird denn die gebraucht? Für gar nichts. Verlängern wir einfach den Weg so ein bisschen. Für die Fahrzeuge ist es ja egal. Nur für die Leute, die hier lang wollen, halt nicht. Jammerschade. Wahrscheinlich fahren sie jetzt alle mit dem Auto bis da vorne hin und steigen dann um. Denken sich so geiler Scheiß. So, sorry liebe Stadt, aber wir wollen hier das EDF, nicht woanders. Vielleicht muss es auch einfach nur wieder im Takt besser kommen. Dass sie sagen, YOLO, hier, nimm mich bitte, ich will hier rein. 459, wie viel brauchen wir derzeit? Wartet. 600, knapp. Das heißt, 200 hätten wir. Haben wir ja sonst noch irgendwas? Nee, ne? Warte mal, wie viel wird denn da produziert derzeit? Und wie hoch war hier der Bedarf? Kommen sie jetzt hier echt dran zoomen? Bedarf war 700. Alter! Okay. Dann versuchen wir es hier halt einfach weiter. So. Wir brauchen auf jeden Fall einen Busbahnhof. Einen LKW-Bahnhof. Nehmen wir aus, die Sachen in die Stadt zum Beispiel bringen. So, Industrie ist ja weitläufig verteilt. Ja. Machen wir den da unten, dann haben wir halt so ein oder zwei Fahrzeuge, die auf 57 oder sowas dürfte es sein. Umfahren, ja, 57. Holen. Doch. EDF unterstrich. G57-EDF. EDF. Zack. Zack. Nach da. So. Ah, hier fehlt auch noch ein Fahrzeugdepot. Stopp mal, habe ich das gerade EDF genannt? Ja, das heißt natürlich Güter. Nichts EDF. Güter. Gutzer. Güter. So. Brauchen wir zwei LKWs oder so. Zack. Auf die Reise. Und dann geben wir es ihm. So, ich hoffe, dass jetzt wirklich hier mal wieder gesagt wird. Jo, wir wollen. Ich hätte hier gerne, leider kriege ich nichts. Das wäre so das Beste, was es geben könnte. Ach, wisst ihr, was wir einfach mal machen? Das könnte, glaube ich, die einfache Möglichkeit sein. Den bis da. Und von da hinten dann noch eine bis hier machen. Dann müssen wir halt so ein paar Züge aussortieren oder Züge verschieben. Das ist, glaube ich,
Das, was wir hier eher Erdas nennen können. Auf 53. So, das heißt jetzt 1 zu 4. Ne, 1 zu 6 dürfte das sein. Dann Nummer 3. Und dann Nummer 4. So. Vielleicht erkennt es jetzt ja hier, was für ein Potenzial hier gebraucht wird. Nee. Schade. Es hätte ja so einfach sein können. Es hätte so einfach sein können. Aber nö, wir wollen ja nicht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier zwei Linien. Beide fahren auf unterschiedliche Gleise, das ist super, aber halten sonst so den Regelverkehr hier aufwärts. Wir kriegen voll 4 Holz, aber 0 EDF, das ist ein bisschen beschissen. So, wir können die ja hochtreiben, aber das ist auch nicht so das, was ich eigentlich wollte. So. Wieso? Ja, doch hier. Geht das nicht, wollte ich eigentlich gerade sagen. Aber es geht ja nur teilweise. So, dann bauen wir hier halt so eine Art Ministraße hier hoch. Das war halt hier schauen, dass wir hier gut draufkommen. Und dass wir hier auch gut wieder wegkommen. Wollte ich ja die Güteranbindung für diese Folge machen. Wir sind schon bei 18 Minuten. Das kann eng werden. Ups. Dürfte eventuell klappen, wenn wir jetzt hier wieder eine normale durchziehen. So, da bremsen wir ein bisschen früher ab, dann haben wir hier noch ein bisschen Anlauf. So. Zack. Dann fahren wir halt hier über den Berg. Zack. So, sorry, liebe Güter, für einen Moment. So. Das heißt, wir haben jetzt dummerweise, wenn die Stadt sich ausbaut, eine unendliche Verbindung gebaut. Wo sich die Stadt natürlich denkt, geiler Scheiß.
Halten wir das jetzt hier auf oder was ist hier los? Hä? Nicht elektrisch. Okay, wie viel waren jetzt auf welcher Linie? Ach, das waren 54er. Das war einer der 54er Züge. So, erstmal hier kurz anhalten oder ein bisschen langsamer machen. So, weg damit. So, 173 haben wir da immer noch. Hier ist immer noch das auf 3. Schade. Steigt nicht, es sinkt nicht. Das ist ein bisschen schade. Wow, das ignorieren wir. Das kenne ich nicht anders. Das ist so gewollt. So ist gewollt. Ganz gemein. So, dann G58-EDF. Dann probieren wir das halt alternativmäßig aus. Ob das halt mit der Linie irgendeinen Erfolg bringt, zusatzmäßig. Ich hoffe mal. Wenn nicht, sind wir hier ein bisschen doof dran. Müssen wir halt mal gucken, dass wir nicht vielleicht ein paar Sachen nochmal umbauen. Nochmal anders machen als jetzt schon. Oder vielleicht auf diese Linien hier hinten verzichten. Das war vielleicht ein bisschen viel. So, so einfach auf die Strecke und los. Wir kriegen auch einfach nichts rein, ne? Das ist ein bisschen schade. Die Güter laufen da drüben alle hin. Das ist ziemlich, ziemlich scheiße. Ich muss doch nur irgendeine Güterart rüberlaufen. Ich habe doch hier schon genügend Züge. Nur für die Verbindung theoretisch aufrecht. Es muss doch nur was kommen. Das ist doch schrecklich. So, hier kommt ein TGV. So. Ja. Entschuldigung. So, wir brauchen ja hier nur noch die Städte hier. Zwei kriegen wir eventuell noch diese Folge dran. Und die zwei müssen wir uns vielleicht mal anschauen in der nächsten oder sowas. Wie wir das da machen. Vielleicht lassen wir auch einfach hier zwischen der LKW-Verbindung pendeln. Wie auf dem anderen Standort auch. Dann haben wir nämlich auch mal wieder was mit LKWs. Das ist halt auch mal wieder was anderes. Und zweitens können wir uns ein paar Bahnkosten sparen. Ihr seht ja, was wir allein jetzt ausgeben für Teile der Strecken. Da ist es dann doch ein bisschen heftig, wenn wir dann sagen, jawohl, das nehmen wir und das nehmen wir. Und am Ende guckst du, scheiße, irgendwie ein bisschen teuer, wa? So. Hier wohl den einen Güter-LKW.
So, 59 auf die Strecke, fertig, los. 0. 173 und immer noch 0. Das ist, glaube ich, der schlimmste Produktivstart, den ich jetzt habe. Bislang hatte, habe. Wetten, das EDF kommt hier nur durch die Fahrzeuge hier ran? Ich könnte wetten. Ich könnte wetten. So, wieso fahren hier eigentlich Autos lang? Hat die Stadt sich verbunden? Nö. Ach, die fahren dann hier einmal hoch, oder wie? Okay, nochmal verstehe ich die Autofahrer jetzt gerade irgendwie nicht. Oder haben die einfach Langeweile? Komisch. Komisch, komisch, komisch. So. Auf jeden Fall haben wir die beiden hier fertig. Das muss jetzt noch angefahren werden. Perfekt. Und dann hat sich das auch. Wo sind die ganzen LKWs da hinten gerade? Das heißt, die sollten sie dann auch langsam pendeln. Damit wir dann hier sehen, läuft oder läuft, wie gesagt, gar nicht. Oh. Ja, vielleicht müssen wir hier nochmal ausbauen oder so. Ich habe noch keine Ahnung. Vielleicht ziehen wir auch nochmal ein neues Gleis mit hoch. Auf welcher Seite kriegen wir es sicher raus? So, wartet mal. So. Zack. Zack. Dann rüsten wir das hier einfach auf ein Gleis auf. Um ein Gleis. Und schaffen dann das irgendwie hier alles zu beseitigen. Fahrzeug im Weg. So. Genau, ein Zug sollte ja bis da vorne hin passen. Nur sichtbare. So, und dann hatten wir, glaube ich, das war die zweite Station. Das mal. Das ist Station 3, ja. Das heißt, auf dem Rückweg fahren die über das Gleis hier. So, der hat ja dann keine Auffahrt nach oben, ne? Dann nehmen wir doch den hier. Fügen einfach da dann das Gleis hinzu. Genau, ein Gleis runter, zwei Gleise hoch. Das könnte noch richtig klappen. Oh, eins wird endlich produziert. Ein einziges Fried. Ich würde gerade sagen, ein einziges Gut. Aber es ist ja noch kein Gut, es ist nur Fried. Ha. Genau. Hierhin sollte dann immer noch nichts kommen. Weil die ganze Produktion oben noch stattfindet. Für die Güter. Vielleicht müssen wir das einfach noch näher zusammenrücken, dass wir sagen, kommt, Alter, wir machen den Bahnhof hier hinten hin. Das ist aber dann die Frage, funktioniert das wirklich, ne? Wir können jetzt hier so eine Art Test machen, wo wir sagen, guten Tag. Wir bauen hier hinten an, also eiskalt hinten dran bauen. Das heißt, wir nehmen diese Strecke, denken uns, geiler Scheiß. Nehmen wir jetzt hier einen Gleis weg. Ich mache jetzt hier hinten die Verbindung dran.
So. So, 70 weg. So. Dann nehmen wir jetzt hier die 54. Sagen wir halt statt dem, haben wir halt den. Ne, das sollte ja auch reichen. Vielleicht geht's ja dann. Wenn die Züge dann nur noch darunter fahren, dann müssen wir das halt generell ändern. Sondern sagen, jo, dann kommt halt alles von da unten. Und dann ist es so. Alter Schwede, was ist denn hier los? Oh Gott. Der steht falsch rum. Und ich wundere mich, wieso hier nichts geht, ne? Vielleicht sollten wir doch noch eine Strecke außenrum bauen. Kurz anhalten, damit hier ein paar Fahrzeuge rüber können. So, fahrt schneller. Los. So, dann jagen wir den mal wieder los. Das sollte ja gehen. Alter, wieso leckt das Spiel so komisch? Also, ihr seht es gerade. Wieso ist das so? Meine CPU, meine GPU, naja. Die langweilen sich. Ist es wirklich die Engine, die ja schlapp macht? Aber was ist hier los, ey? So, die ganzen Bahnen laufen rein, das ist gut. Wie sieht es hier hinten aus? Da. Immer noch zwei. Was ist denn jetzt hier unser Fahrzeug? Gar keins, ne? Von denen gar keins. So, hat der hier irgendwie schon mal Gewinn gemacht? Nö. Also der mögliche Anschluss steht. Entweder fährt das Werk hier selber die Produktion hoch, denkt sich so, gar da Scheiß, wir müssen hier mehr machen. Oder es denkt sich, ach du Scheiße, das geht gar nicht, wir müssen irgendwas komplett anderes machen. Passt das hier alles noch? Es geht. Es geht. So. Da steht ein Fred. Wir haben 4 Holz, 2 EDF, 2 Fred. Ah, schade, Schokolade. So, wie sieht's hier aus? Hier ist immer noch nichts dafür. Wir liefern hier an, aber es wird nichts abgeholt, ne? Auf 05 brauchen wir mehr Fahrzeuge. Auf 05. Das überläuft ja im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da produzieren wir fürs Nichts. So, hier können wir dann sagen, an der 1, Vollladen einer Fracht. Dann fertigen wir nämlich so viel ab, wie nur möglich. Dann haben wir hier am besten auch nichts als Leerlauf. Dann haben wir hier Ruhe.
Problem ist, hier werden dann ein paar Fahrzeuge stauen. Aber das sollte nicht unbedingt das Problem werden. Außerdem takten wir so ein bisschen besser die Fahrzeuge. Wenn die dann soweit sind, ne? Wenn die dann soweit sind. So, genau, das müssen wir halt weiter beobachten. Hoffentlich wird das hier auch noch ordentlich was. Also, dass das dann halt auch ohne solche Sachen wirklich funktioniert. Wer weiß, wer weiß. So. Da ist immer noch nichts Wirkliches. 4. Da produzieren wir gerade auch für die 17 ins Nichts. Was ist denn hier die 17? Ist das wirklich die 17 gewesen? Ne, 7 war das nur. Das ist die hier. Dann machen wir hier einfach Vollladen einer Fracht. Dann haben wir hier Ruhe. Bei der Zeit läuft das halt alles ins Nichts, ne? Wir haben so viel Produktionsüberschuss, dass es halt alles ins Nichts konvertiert wird. So, kommt. Jetzt sagt, die liefern hier nichts mehr an, ne? Ja, es ist wenig, was gerade geliefert wird, ne? Also jedenfalls für die 7. So. Müssen wir sogar die 8 eigentlich umbauen. Die 8, die 8, die 8, die 8, aber die fahren alle. Und normalerweise machen auch alle Plus. Ziemlich komisch. Aber bevor ich jetzt hier noch länger mache, würde ich erstmal sagen, lol. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir müssen uns das hier mal im Auge behalten, wie das hier voranschreitet oder ob das hier noch voranschreitet, weil irgendwie sehe ich derzeit nichts. Fahrzeuge oder mögliche Fahrzeuge fahren halt, aber es kommt halt nichts anderes. Wo ich mir denke, jo, hier wird nie was kommen. Ne? Einfach, weil hier nie was kommen wird, höchstwahrscheinlich. Von daher müssen wir halt mal gucken. Vielleicht hängen wir das Projekt auch hier an den Nagel. Also das letzte Projekt. Dann haben wir nämlich alles fertig. Das heißt, wir haben dann, wenn wir das an den Nagel hängen, weil es bringt nichts, haben wir alle Sachen erfüllt. Also wir haben alle Städte angebunden, wir haben alle Städte mit Gütern versorgt und wir kommen von A nach B über alle Städte. Ja, und derzeit auch nicht wirklich überall ein Engpass. Naja, so ein paar Passagiere ab und an mal. Das sehen wir aber nicht als wirklich einen Engpass. Engpass wären für mich Güter, die nicht gehen. Ich möchte erinnern, das Beispiel hinten, wo wir dann irgendwie 400 Öl hatten oder so, wo ich mir denke, jawohl, brauchen wir auch. Ja, und dann hatten wir hier halt auch nichts und das war halt so ein Rattenschwanz, der sich halt da gezogen hat. Und ja, in dem Sinne würde ich erstmal sagen, war's das für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.